Boom, boom, boom. Das war aber nicht dein echter Lover, den man im Clip gesehen hat. Nein, nein, nein. Das ist eigentlich der Freund von ihr, der meine Kollegin spielt. Aber okay, aber vielleicht können wir auch noch sagen zu etwas anderem. Pst, der hat noch so ein bisschen illegale Sachen hier gemacht, während dem Video gerechnet. Nein, 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 nein. Manchmal musst du die Kamera ein bisschen unter dem Pulli aufnehmen. Es ist dann oben schon gegangen, aber die haben ja Security-Checks überall. Und, ja. Okay, der hat aber so ein vertrauenswürdiges Gesicht gehabt, dass er gesagt hat, ja, ja, geht ja, durch, gell? Und dann hätte er filmen. Hey, wunderbar. Aber jetzt bist du zu L.A., bist du unterwegs. Man sieht, du hast einen mega Roadtrip da hinten. Yes, so, yes. How is life dort? Ja, es ist mega cool, weil es halt immer Sonnenschein ist. Das muss man L.A. lassen, das ist super. Aber ich bin ja auch viel in der Schweiz und viel in New York. Also wir sind immer ein bisschen am Reisen. Aber jetzt gerade im Videoclip sind wir einen Roadtrip gemacht von L.A. nach Vegas. Und das ist eine riesige Crew. Eine riesige Crew. Und wir haben so viel Spass gehabt. Alle die Sehenswürdigkeiten filmen. Und das haben wir alles in zwei Tagen gemacht. Das ist Das war ein Adventure. Im Clip sieht man auch den Johnny Depp, oder? Ja, das aber, ist der Richtige. Ist der Richtige. Aber wenn man zu L.A. unterwegs ist, kann es wirklich passieren, dass einem Berühmten über den Weg läuft. Ja, ja, ist das schon passiert? Nein, mir nicht. Aber ich bin auch immer in irgendwelchen Studios und so. Also dort schon, in den Studios triffst du berühmte Leute. Sag mal den Namen. J. Cole hat mal so laut Musik laufen lassen, dran, dass wir nicht mehr aufnehmen konnten. Okay. Das war in New York. Okay. Und dann haben wir so gefunden, okay, jetzt habe ich ein Featuring mit dem J. Cole. Nicht schlecht. Ja. Ah, das hat man schon gewisse Berühmtheiten. Aber du bist auch bei der Agentur Link Management and Production, yes, wo unter anderem der Nicolas Cage auch gemanagt hat. Das ist schon eine krasse Geschichte. Mhm. Was, wie, wo? Bist du jetzt Schauspielerin? Ja, die haben mir ein Video gesehen und haben gefunden, ich habe da Raw Talent. Und die haben mich angefangen, ob ich das gerne machen, ob das etwas wäre. Ich habe dann einfach gesagt, ja, Musik ist schon der Fokus, aber es ist sicher etwas Kreatives, das ich gerne ausprobieren würde, weil ich am Opernhaus früher als kleines Kind schon immer wieder ein bisschen Schauspieler durfte. Und ja, es ist sicher etwas, was mir Spass macht. Und ich würde das auch gerne ausprobieren. Und ich glaube, es hilft beiden Karrieren, oder es kann beiden Karrieren helfen, wenn man Miley Cyrus, Britney Spears anschaut oder so. Richtig, ja. Aber in Mickey Mouse Club kommst du auch nicht mehr. Nein. Ja. Aber was mich auch noch wundern nimmt, ist, du bist ja nicht bei einer Plattenfirma. Also Schauspieler bist du so ein bisschen versorgt, aber musikalisch bist du selbstständig unterwegs. Ja. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie finanziert man sich das? Weißt du, normalerweise hast du eine Plattenfirma, die den Rücken stärkt. Ist das alles auf deinen Kosten? Ja, es sind eine Tonne Corporate Shows und ein gutes Umfeld, das mich wirklich gut unterstützt in allen Belangen. Also, sind immer da. Und das, also, reden wir vom privaten Umfeld? Und so. Ja, und das ist Gold wert. Also, oh, das sagt ja schon wieder. Nein, so ist es nicht. Nein, es ist wirklich auch ein harter Kampf gewesen bisher. Und es kommen immer wieder Hürden, aber es macht so viel Spass und mein Herz gehört da drin und deshalb gebe ich auch alles da drin. Wow, sehr schön. Also auf jeden Fall beweisest du extrem viel Mut, gehst in ein anderes Land, reisest deine Karriere nochmal an, investierst schon recht viel Kohle rein. Ich hoffe, dass es für dich sich das mega wird auszahlen. Ich möchte dir nachher auch noch einen Künstler präsentieren, der auch ziemlich am Durchstarten ist und auch international unterwegs ist. Er heißt Elijah und wird nach einer kleinen Pause für sie und für dich performen. Hier live bei Joyce.